Ja, vielen Dank für die Einführung und herzlich willkommen allerseits. Ich möchte mich wirklich möglichst kurz fassen und die Zeit eigentlich im Wesentlichen nutzen, eine These kurz vorzustellen. Crowdsourced Geoinformation ist das möglicherweise der Beginn einer neuen Ära freier Geodaten. Aber viel mehr als das möchte ich Sie eigentlich ganz herzlich willkommen heißen in Heidelberg. Und da Sie jetzt ja endlich mal die Chance haben, live in Heidelberg zu sein, brauchen Sie sich auch nicht virtuell durch das Heidelberg 3D bewegen, sondern Sie können Heidelberg sich echt anschauen und es lohnt sich. Nicht verwirren lassen, wenn man beim Bahnhof ausgestiegen ist, das ist nicht Heidelberg, das ist irgendwie so ein komischer Vorort. Heidelberg ist die Altstadt, da gibt es ein Schloss in der Nähe, was man sieht. Wir gehen auch noch auf die Molkenkur heute Abend. Das lohnt sich. Es wurde schon angesprochen, das Wetter spielt auch mit. Es gibt immer diesen Wettstreit zwischen Heidelberg und Freiburg. Wer ist die wärmste Stadt Deutschlands? Schauen Sie einfach mal nach draußen und haben Sie eine gute Zeit. Nichtsdestotrotz möchte ich auch noch kurz danken den Veranstaltern, eben Foskis, der OpenStreetMap Community in der OSGEO, und das sind ja nicht irgendwelche anonyme Organisationen, sondern da stehen echte Namen dahinter, Gesichter, die hier ja auch anzutreffen sind. Also all denen nochmal Dank. Die haben uns sehr schön bei der Hand genommen und uns den Weg, wie macht man denn so eine Veranstaltung, geführt, weil wir wissen das nicht, wir kennen das nicht, wir machen das zum ersten Mal. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen gelungen ist. Und da muss ich natürlich jetzt auch ganz herzlich meinem Team danken. Danke, dass ihr da so stark euch eingesetzt habt. Und hier auch die Namen, die ihr mal ja vielleicht auch aus der einen oder anderen Aktivität, die mit OpenStreetMap zu tun hat, sowieso kennt, weil wir da ja die eine oder andere Aktion tun. Und auch den vielen Namenslosen, die jetzt hier nicht draufstehen, Hiwis sind draußen, herzlichen Dank dafür. Den Vortrag wollte ich eigentlich in drei kleine Teile teilen. Blick zurück, kleine Bestandsaufnahme und dann vielleicht so etwas wie ein Ausblick. Blick zurück, ist es wirklich zurück? GIS-Projekte, wenn man die mal betrachtet, ist immer ein ganz, ganz großer, wesentlicher Anteil der Geodatenaufnahme, der Suche nach den Daten, das Problem. Das sehe ich sogar selbst quasi aus meinem akademischen Elfenbeinturm, wo ich die reale Welt nie kennengelernt habe, aber selbst für eine Diplomarbeit oder für jedes Projekt, was man macht, erstmal die Datenbeschaffung, das war seit Jahren immer das große Problem. Selbst wenn sie Daten gegeben hat, sie zu suchen und zu finden, das war nicht einfach. Da gab es dann Lösungsversuche und die sind immer noch am sich entwickeln, wie zum Beispiel Daten zu vereinheitlichen, zu harmonisieren, zu standardisieren, Standards zu schaffen, um Daten leichter zu finden und auch sie nutzen und einbinden zu können. Und das Ganze läuft dann eben unter dem Schlagwort vielleicht GDI.de als ein Beispiel auf der nationalen Ebene jetzt, wo Geodateninfrastrukturen entwickelt werden sollen. Blick zurück. Was kam dann aber plötzlich vor einigen Jahren? Es kam plötzlich das Thema freie Geodaten auf. Und wenn man das vor einigen Jahren sich angeschaut und angehört hat und auch vielleicht von ersten Erlebnissen oder Ergebnissen, die man damit umgesetzt hat, berichtet hat, erste Vorträge über Open Root Service, ich erinnere mich ganz genau, war immer die Antwort, was soll das, es klappt doch nie, geht nicht, funktioniert nicht. Heute sind wir da einen Schritt weiter. Ich glaube, man konnte an vielen Beispielen zeigen, dass es doch sehr wohl funktioniert und dass es mit OpenStreetMap plötzlich eine Alternative gibt zu diesen Bestrebungen da oben. Und jetzt ist die große Frage, und das ist, glaube ich, die Frage, worauf ich auch noch keine Antwort habe, und ich bin dankbar für jeden, der mir da Hinweise geben kann. Wie passen diese beiden Bestrebungen zueinander oder diese beiden Initiativen? Einerseits aus der öffentlichen Hand amtliche Daten, Daten, die sowieso amtlicherseits gesammelt werden, öffentlich verfügbar zu machen oder besser findbar zu machen, besser nutzbar zu machen, und umgekehrt diesen freien Geodatenschatz, der es eben auch für viele Anwendungen sehr sinnvoll und reichhaltig ist und genutzt werden kann. Aber bisher sind es zwei getrennte Welten. Wir haben einige Beispiele gezeigt, dass es zwar technisch ist, diese Dinge zu integrieren auf einer technischen Ebene, aber meines Erachtens sind es nur die ersten Schritte und wir brauchen da eine stärkere Verzahnung dieser Aktivitäten in Zukunft.
Wenn man sich die Meilensteine von OpenStreetMap anschaut, ich habe jetzt nochmal die wichtigsten aus der Wiki-Seite aufgelistet. Gerade vor kurzem wurde der 1 Milliardste Knoten in der Datenbank eingepflegt. Letzten Monat war es der 100.000ste Way, 100 Millionste Way. Die Benutzerzahlen, wie sich die entwickeln, ist ja auch bekannt. Mittlerweile bald 400.000 User kann man annehmen. Wobei das natürlich nur die registrierten Nutzer sind, das wissen Sie. Und dann schon fast aus der Urzeit 2008 hat sich eben auch die FOSGIS e.V. Und die deutsche OSM-Sektion in Anführungszeichen irgendwie angenähert und arbeiten zusammen. Und viel weiter vorher, muss man sagen, war es dann quasi ein Projekt, was noch nicht so stark wahrgenommen wurde. Aber da 2008 auch Themen, wo unsere ersten Anwendungen gestartet worden sind, deutschlandweite, war das sicherlich ein gewisser Wendepunkt. Und seitdem ist doch einiges geschehen. Und nichtsdestotrotz möchte ich noch ein paar Beispiele auch aufweisen, was diese Geodaten noch bewirken können und wo man sie nutzen kann. Einsatzmöglichkeiten gibt es ja immer sehr viele. Aber wenn ich diesen Blick zurück mache, kann ich auf ein Anwendungsbeispiel schauen, wo man sagt, okay, Geodaten sind wichtig, toll, auch nutzbringend, zum Beispiel bei humanitären Aktionen. Und Haiti war ja dieses sehr bekannte Beispiel, dass 2010 nach dem Erdbeben sehr viel durch die OpenStreetMap-Community, durch viele von Ihnen hier, geleistet worden ist, um dort aktuelle Karten zur Verfügung zu stellen. 2008 war da schon mal eine Katastrophe, Hurricane Ike. Da war von OpenStreetMap noch nicht die Rede. Da waren einige wenige Wege gemappt. Wir haben uns das damals angeschaut, weil wir damals auch schon einen ersten Notfallroutenplaner, Pascal Neiss dankbar, entwickelt hatte auf Anfragen der United Nations hin und man da auf andere Daten ausweichen musste. Aber 2010 war das überhaupt gar keine Frage mehr. Da war klar, relativ schnell, da wird etwas passieren, die Daten werden aufgenommen werden, dadurch natürlich, dass auch Luft- und Satellitenbilder zur Verfügung gestellt worden sind und so weiter. Aber hier sieht man 2 Jahre Unterschied und plötzlich eine ganz andere Datenlage und Situation. Daraufhin hat sich ja auch das Humanitarian OpenStreetMap-Team gebildet und auch heute Japan sind wieder Beispiele. Auch Pascal Neiss hat hier mal die von der Community gemappten Wege, wie sie befahrbar sind und nicht befahrbar sind, in so Kartenanwendungen aufgestellt. Das zeigt, die Datenqualität nimmt zu. Das war ja eine Frage, die uns seit geraumer Zeit beschäftigt hat, wo wir auch schon erste Ergebnisse und international auch verschiedene Ergebnisse dazu vorliegen, die alle in dieselbe Richtung deuten. Es ist eben nicht mehr so, dass ein Datensatz eine homogene Datenqualität hat, wie wir es gewohnt sind von amtlichen Daten, sondern sie ist räumlich extrem heterogen und es gibt eben Gebiete, die sehr, sehr, sehr gut erfasst sind, wo man, wie man hier an dieser Grafik sieht, auch die kommerziellen Anbieter von Geodaten schon seit über einem Jahr überholt hat, wenigstens bezüglich der Datenmenge. Aber es gibt andere Gebiete, wo das noch nicht so ist und wo es auch immer noch, und das ist auch eine Hypothese, auf absehbarer Zeit, also 1-2 Jahre, noch so bleiben wird. Selbst in Deutschland, wo es ein großes eines der fortschrittlichsten OSM-Gebiete ist, wenn man das so sagen darf. Wobei das natürlich betrifft im Wesentlichen dann kleine Wohngebiete, Wege, die jetzt nicht in Anführungszeichen so wichtig sind, aber nichtsdestotrotz auch hier, also gegenüber den kommerziellen Anbietern, es gibt noch etwas zu tun. Aber Vollständigkeit ist ja nicht ein Selbstzweck, wollen wir gar nicht, wollen wir das, weiß ich nicht. Wichtig ist, sind die Daten nutzbar und Nutzbarkeit orientiert sich immer an irgendwelchen Anwendungen. Das heißt, die Frage, was möchte ich mit diesen Daten tun, für welches Gebiet, für welchen Zweck benötige ich sie? Und dann kann ich sagen, ja, diese Daten sind nutzbar oder sie sind es eben noch nicht oder nur eingeschränkt oder ich muss mir nach anderen Alternativen Ausschau halten. Das heißt, das Wichtige sind die Anwendungen und es gibt eine ganze Vielfalt davon und ich möchte eigentlich quasi um
diese Vielfalt zu dokumentieren, einfach nur diese Open Whatever Map, die vor kurzem da erschienen ist, mal als Beispiel zeigen. Es gibt wahnsinnig viele jetzt Kartenstile, aber es gibt auch viele verschiedene Routing- und Navigationslösungen. Es gibt Speziallösungen für Rollstuhlfahrer, für Blinde, für die Landwirtschaft, es gibt Editoren, es gibt PUI-Sucher, es gibt Namensfinder, es gibt mobile Editoren, es gibt eine Reihe von Anwendungen, an die man überhaupt nicht gedacht hat, Spiele und lustige Dinge. Und das zeigt eigentlich, dass durch diese Verfügbarkeit von Daten eine große Kreativität in der Open-Source-Community wiederum freigesetzt worden ist oder auch bei Hochschulen und auch bei Firmen, die sich zunehmend diesem Thema widmen, so dass da jetzt wirklich ein Ökotop zu leben beginnt und sich gegenseitig befruchtet und eben auch, was ja auch verdeutlicht wurde, dass sich jetzt die OpenStreetMap und die Open-Source-Community hier auf einer Veranstaltung gemeinsam treffen, weil es eben auch wirklich Hand in Hand geht. Eine Anwendung, eine relativ neue aus dem eigenen Haus, möchte ich kurz vorstellen, die OS Matrix, ist noch in Kinderschuhen. Es geht eigentlich darum, dieses Thema, was wir vorhin gesagt haben, Heterogenität der Daten ein bisschen visuell sichtbar zu machen. Zum Beispiel hier die Anzahl der maximale Anzahl der Nutzer pro Zelle mal dargestellt und wir haben einige zig, im Hintergrund in der Datenbank sind auch einige hundert oder über hundert verschiedene Attribute aus OpenStreetMap abgeleitet und möchten die jetzt so nach und nach auf Karten darstellen und die kann man sich natürlich auch immer weiter reinzoomen und sieht, dass es eben quasi nicht nur die Daten sind, die heterogen sind, sondern natürlich die Nutzer. Hier zum Beispiel 154 und wenige Kilometer entfernt sind es hier nur noch zwei, die etwas beigetragen haben, nur als ein Beispiel und wir hoffen, dass wir quasi das noch ausbauen können, auch mit verschiedenen Zeitbezügen, um hier quasi einen Eindruck zu geben, wie die Daten von OpenStreetMap, was sie alles beinhalten und wie sie räumlich variieren, was für uns als Geografen natürlich besonders relevant ist. Blick voraus, was könnte kommen? Eine unserer Lieblingsbaustellen, OpenStreetMap 3D. Angedeutet, das ist ja auch jetzt quasi für Deutschland schon einige Zeit verfügbar, aber eben vor kurzem hat Arne den OSM Globe, also die X-Navigator-Variante, für ganz Europa umgesetzt. Und ich kann das vielleicht mal einen kleinen Eindruck geben, dass das jetzt eben eine Anwendung ist, die komplett auf freien Daten, das heißt den OpenStreetMap-Daten in Verbindung mit den SATM-Höhendaten, quasi einen wirklichen virtuellen Globus bietet, in dem man sich im Moment in ganz Europa frei bewegen kann und den Datenreichtum von OpenStreetMap erleben kann. Es sind eine ganze Vielzahl an verschiedenen Anwendungen, die Sie schon aus der 2D-Welt kennen, eingebunden, die Routenplanung, die POI-Suche, die Adresssuche und ähnliche Dinge, können ihre eigenen Tracks abfahren, wenn sie hochladen, GPS-Tracks und ähnliche Dinge und soll eigentlich nur zeigen, dass das, was wir bisher sehen, vielleicht nur der Anfang ist und wenn wir jetzt hier auch noch diese in Anführungszeichen relativ einfach gehaltenen Gebäude, das ist im Prinzip extruierte Gebäudegrundrisse sehen, dass hier natürlich noch viel, viel, viel zu mappen gibt in Zukunft, wenn wir hier entsprechende Details aufnehmen wollen, wie Sie es vielleicht vorhin für Heidelberg 3D gesehen haben. Als neue Beispiele haben Sie gerade gesehen, man kann jetzt auch verschiedene Kartenstile sich anzeigen lassen, man kann Tageslichtsimulationen sich darstellen, man wird jetzt auch gleich noch ein bisschen atmosphärische Effekte betrachten können. Mit dem Ausblick möchte ich dann eigentlich auch enden und wie gesagt, Ihnen allen eine gute, schöne Konferenz wünschen. Nutzen Sie die Zeit zu Gesprächen, zum Austausch. Tragen Sie bei, dass hier die Datenverfügbarkeit noch besser werden. Wir haben in Deutschland jetzt über 3 Millionen Gebäude, da fehlen noch ein paar. Es bleibt noch weiterhin einiges zu tun. Vielen Dank.